Hallo und herzlich willkommen zur Sendung Frauen wie wir. Schön, dass Sie die heutige Sendung angeklickt haben und ich wünsche uns eine gesegnete Sendezeit. Im Studio besucht uns heute Karina Warkentin. Karina, herzlich willkommen. Dankeschön. Das Thema für heute lautet meine kleinen Schritte in Gottes großem Reich. Karina, könntest du dich zu Anfang einmal den Zuschauern vorstellen? Ja, hallo, danke für diese Gelegenheit. Ja, ich bin Karina Warkentin und bin aus Fernheim, wo ich auch aufgewachsen bin. In meiner jungen Kindheit haben meine Eltern mit uns als Familie für 2 Jahre in der Kolonie Nueva Toledo gelebt. Das ist in Ostparaguay in der Nähe von Tres Palmas. Dort leben Deutsch-Brasilianer und mein Vater war der Missionslehrer. Sonst habe ich meine ganze Schulzeit in Fernheim gehabt und bin dort danach auch zum Lehrerseminar gegangen. In der Zeit habe ich auch geheiratet. Ich bin mit Markus Warkentin verheiratet und er ist aus Brasilien, hatte dort als Tierarzt gelernt, studiert und kam dann aus beruflichen Gründen her. Dann haben wir am Anfang unserer Ehe auch 1 Jahr in Brasilien gewohnt, in der Stadt Porto Alegre. Das ist eine Großstadt im Süden Brasiliens. Und als wir dann zurückgekommen sind, habe ich das Lehrerseminar beendet. Danach habe ich dann 3 Jahre in der Missionsschule de Cutla Rosa unterrichtet. Auf Spanisch. Und dann sind wir für eine Zeit nach Yalvasanga gezogen. 3 Jahre habe ich da am Colegio Indígena Yalvasanga unterrichtet. Und unter den Schülern waren 5 verschiedene Gruppen indigene Ethnien vertreten. Das war dann für mich eine Herausforderung, mich an eine Unterrichtsmethode zu gewöhnen, die ansprechend ist für diese Schüler, damit sie mitmachen, damit sie ja, sich auch mal zu Wort melden. Das war eine Herausforderung. Und danach kriegten wir eine Einladung, nach Ostparaguay zu ziehen, wo wir jetzt schon beinahe 10 Jahre leben. Okay. Du hast schon erwähnt, ihr habt an so vielen Orten schon gelebt und gewohnt. Daher kommt jetzt die Frage, wo bist du zu Hause? Ja, das ist eine gute Frage. Das fragen mein Mann und ich uns auch oft. Wir denken, ja, wir haben an vielen Orten gewohnt und uns da investiert, sich da reinzuleben, reinzudenken und sich anzupassen. Und dann manchmal, wenn man dann zurück in seine Heimat kommt, wenn ich nach Fernheim komme, dann weiß ich schon manchmal gar nicht mehr, ob ich da überhaupt noch mich zu Hause fühle. Und ja, wenn man so in der Anpassungszeit ist, hat es mir oft halt gefehlt, dass ich meine Freundinnen da würde haben in der Nähe und Gesprächspartner, mit denen ich mich wirklich gut austauschen könnte. In der Zeit habe ich Bücher schätzen gelernt. Ich war bis dahin keine Leseratte, aber vertrauenswürdige Personen haben mir gute Bücher empfohlen, die vielleicht meine Situation passen könnten. Und das habe ich wirklich erlebt. Da mit den Autoren habe ich darum diskutiert über verschiedene Themen, die wirklich aus meinem Leben waren. Zum Beispiel über das Thema Prioritäten setzen in der Arbeitswelt oder interkulturelle Zusammenarbeit. Das sind Themen, die ich da im Buch fand und die irgendwie in meine Situation sprachen. Und das wurde mir dann wichtig, ja, dass eben Bücher auch Freunde sein können. Und da, wo die Bücher sind, war dann auch mehr oder weniger, fühltest du dich zu Hause? Genau, dann fühlte ich mich da verstanden, ja. Ja, und, ja. Und ich fühlte mich dann auch besser zu Hause. Das ist ganz interessant, dass du sagst, gerade da, wo du dich verstanden fühlst, da bist du zu Hause, ja, oder da ist man eher zu Hause. Was hat dich in deiner Jugendzeit geprägt und wie warst du neben Schule und später dann auch deinem Studium aktiv? Als ich Jugendliche war, haben mich besonders Missionsberichte, die in unsere Gemeinde gebracht wurden, sehr angesprochen. Ich interessierte mich dafür und ich war auch offen dafür, dass Gott mich rufen könnte in die Mission. Und ich habe dann auch bei Projekten, die von unserer Gemeinde organisiert wurden, zum Beispiel Einsätze auf Pozo Colorado, gerne mitgemacht. Auch von der Teenagerzeit an habe ich mit meinen Freundinnen zusammen bei dem Gemeindegründungsprojekt Nova Alianza mitgearbeitet. Das ist eine brasilianische Gemeinde, die in Philadelphia gegründet wurde. Und dort haben wir in den Anfängen dieses Projekts mitgearbeitet. An den Samstagnachmittagen haben wir Kinder aus der Umgebung eingeladen und mit ihnen zusammen gesungen, Geschichten erzählt. Wir haben mit ihnen gespielt und natürlich auch was zusammen gegessen.
In den Winterferien und in den Sommerferien wurden auch so Kinderbibelwochen organisiert, wo wir dann auch mitgearbeitet haben. Und am Ende so einer Woche wurde dann ein Programm vorbereitet, damit die Eltern auch dazukommen würden. Da habe ich mal eine interessante Erfahrung gemacht, woran ich mich noch so gerne erinnere. Da waren zwei kleine, schüchterne Mädchen, die aber bei der ganzen Bibelwoche dabei waren. Und für das Abschlussprogramm kamen wirklich ihre Eltern mit auf diesen Hof. Das war bestimmt für sie gar nicht so leicht, das Eis zu brechen und den Hof der evangelischen Kirche da zu betreten. Aber sie taten es wohl in dem Moment aus Liebe zu ihren Kindern. Und nachher sind sie noch oft gekommen. Sie konnten sich bekehren, sie ließen sich taufen, sind im Glauben gewachsen und nach einigen Jahren war der Familienvater der administrative Leiter dieser Gemeinde geworden. Und das war für mich eine Freude, das miterleben zu können, wie in wenigen Jahren schon Früchte aus der Kinderarbeit entstehen können. Und das war einfach für mich ein Segen gewesen. Wow, das ist eine sehr schöne Geschichte, ja. Dann hast du schon gesagt, du hast geheiratet und einen Mann aus Brasilien. Wie ging es dann weiter für dich? Ja, also Markus ist auch Mennonit, so wie wir auch hier in Paraguay als Mennoniten leben. Ich denke, unsere Großeltern haben sich gekannt, damals auf dem Schiff, als sie gekommen sind. Und da er auch Portugiesisch spricht und die brasilianische Kultur gut versteht, haben wir dann auch zusammen in diesem Gemeindegründungsprojekt mitgearbeitet, sind da etwa 10 Jahre die Leiter der Jungscha-Arbeit gewesen. Und die Brasilianer sind uns ans Herz gewachsen. Ja, wir versuchten einfach, die Kultur zu verstehen, auf sie einzugehen und ja, ihnen Gottes Liebe weiterzugeben. Das hieß für mich besonders auch, die Sprache zu lernen und mich in der Gastfreundschaft zu üben. Das war einfach sehr ausschlaggebend, damit man sie wirklich erreichen konnte. Aber ich fühlte in der Zeit, dass das der Platz war, wo ich Gott dienen durfte und wozu er mir auch die Gaben gegeben hatte, die ich habe, dass ich ihm da in dieser Gemeinde dienen konnte und dass das mein Platz war. Diese Gemeinde war in Brasilien? Ja. Nein, diese Gemeinde ist in Philadelphia. In Philadelphia, okay. Und sie ist am Rande von Philadelphia, war sie immer. Und heute ist Philadelphia so gewachsen, dass sie schon mitten in Philadelphia ist. Das Ziel ist also, brasilianisch, portugiesischsprachige Personen zu erreichen. Aber es kommen Personen aus den verschiedenen Sprachgruppen auch dazu, ja, die sympathisieren und die einfach die Kultur oder den Stil mögen. Und die Gemeinde gibt es bis heute und ist stärker und größer geworden. Okay, das ist interessant. Und jetzt hast du gesagt, lebt ihr schon lange in Durango. Und hat sich da an dieser Arbeit oder diesen Einsatz und dieser Gastfreundschaft, ist das so geblieben oder hat sich das geändert? Naja, das war eine Herausforderung für mich. Ich hatte mich so investiert darin, mich der brasilianischen Kultur anzupassen. Und als dann die Einladung nach Nueva Durango kam, Nueva Durango ist eine Altkolonie von Mennoniten in Ostparaguay in dem Departement Canindeju. Und ja, das war dann für mich sehr überraschend. Ich dachte, das schaffe ich jetzt aber nicht, mich in diese Kultur reinzulassen, ja, und dort mich anzupassen. Und ich konnte auch noch gar nicht Plattdeutsch sprechen. Das war auch eine Herausforderung für mich. Und ich dachte, wie soll ich als Frau da einen Dienst tun? Und ich dachte auch, ich bin ja viel zu jung dazu. Ich dachte, es müsste eine ältere Person sein, die auf viel Lebenserfahrung zurückschauen kann und aus ihrem Leben Rat geben, ja. Und gut, dann war aber diese Einladung, dass mein Mann Markus dort an einer Futterfabrik arbeiten könnte, die noch nur vor kurzem gegründet wurde, besonders um Arbeitsstellen zu verschaffen in der Umgebung. Und für mich war die Einladung, an einer auch ziemlich neuen Schule mitzuarbeiten, die den Wunsch hatten, dass sie könnten bei MEC eingeschrieben werden. Und deshalb suchten sie eine Person, die einen anerkannten Titel hat. Und ja, das war die Einladung. Und wir fanden keinen triftigen Grund, nicht wenigstens einmal schauen zu fahren, um uns die Situation anzuschauen und zu sehen, wie es da ist. Wir waren noch niemals dort gewesen. Und auf dieser ersten Reise, die wir dann machten nach Durango, dann haben Markus und ich das beide so erlebt, dass wir sahen, da waren viele Möglichkeiten für Wachstum. Und wir sahen es auch, dass das, was wir gelernt haben, die Erfahrungen, die wir jetzt schon hatten, ein wertvoller Beitrag sein könnte für diese Leute.
Als wir dann zurückgekommen sind, haben wir darüber nachgedacht, gebetet, haben auch um Rat gefragt und konnten dann ein Ja dazu finden. So sind wir dann im Jahr 2014 nach Durango gezogen. Und ja, die Reise dorthin und der Umzug war für mich dann halt auch nicht ganz leicht, hier Abschied zu nehmen und weit ab von Eltern und Geschwistern zu wohnen. Und auch die Freunde würde man nicht in der Nähe haben, ja. Was auch für mich eine Sorge war, ist einfach kein vertrauenswürdiges Krankenhaus in der Nähe zu haben. Daran habe ich auch oft gedacht, was würde ich machen, wenn wirklich einmal ein Unfall passiert, in welche Richtung fahre ich dann los, ja. Und da habe ich immer wieder an die Predigt gedacht, die auf unsere Hochzeit gebracht wurde, wo das Thema von Abraham war. Wie Gott ihm Glaubensschritte abverlangte, in ein Land zu ziehen, das er nicht kannte, das ihm neu war, fremd war. Und wie Abraham gehorsam war. Und das hat mich so ermutigt, auch so wie Abraham diese Glaubensschritte zu machen. Und Gott sagte damals zu Abraham in 1. Mose 12, Vers 2, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das nahm ich dann irgendwie für mich so als eine Verheißung, dass das auch für mich gelten würde, dass Gott mich auch dort in Durango segnen würde und dass es auch für mich als Frau, so jung wie ich bin, mit dem, was ich habe, dass ich auch könnte irgendwie ein Segen sein. Okay. Und hast du dieses Ich will dich segnen, hast du das erfahren in Durango? Ja, ich habe das erfahren, besonders in der Schule. Ich konnte in der Schule mitarbeiten. Das war eine neue, junge Schule. Da ich auch keine eigenen Kinder habe, konnte ich mich da auch ganz vollzeitig investieren. Da waren so viele Kinder, die viel lernen wollten und die sehr neugierig waren auf etwas Neues. Sie ließen sich motivieren zum Singen, zum Theaterspielen, zum Musizieren. Und das war einfach eine Freude, da zu unterrichten, weil sie auch gerade nicht verwöhnt sind. Und ja, da haben wir einfach gesehen, wie Gott wirkt, weil sie einfach sehr offen sind und die Eltern auch etwas anderes für ihre Kinder wollten. Ja, wenn man diese Kinder auf der Straße sieht, dann sehen sie oft sehr einheitlich aus. Und wenn man sie nicht kennt, dann denkt man, die sind alle gleich. Ja. Und wenn man ihnen dann aber die Gelegenheit gibt, sich vielleicht in der Musik oder in Sprache zu entwickeln, zu entfalten, dann kann man nur staunen, was da für Talente verborgen sind, ja. Und das durfte ich erleben und das war einfach für mich ein Segen, dass Gott mir diese Gelegenheit gab, das zu sehen. Diese Vielfalt, die doch darunter herrscht, auch wenn man meint, es ja. herrscht keine, es sind genau. alle gleich. Ja. Mhm. Der Vers geht dann weiter im zweiten Teil, du sollst ein Segen sein. Hast du das in Durango auch erfahren? Ja, also ich sah in der Gesellschaft viele Nöte. Besonders am Anfang, ja, es hat mich auch manchmal schockiert, wie viele Nöte da sind. Und was man alles tun könnte und sollte vielleicht. Mhm. Und auch in der Gemeinde. Ich hatte so viele Ideen, was man da alles anstellen könnte. Ja. In unserer Jugendzeit in Philadelphia habe ich gerne im Jugendkomitee mitgearbeitet. Wir haben zu jener Zeit ein Konzert unter freiem Himmel organisiert und durchgeführt. Das war bestimmt auch ein wenig polemisch, aber wir hatten Spaß dran. Es gab Schnitzeljagden, Ausflüge, Einsätze und wenn ich mir da die Jugend in der Gemeinde anschaute, dachte ich, all das können wir hier gut machen. Und ja, und ich dachte, man könnte Vorträge bringen und Kurse organisieren. Aber irgendwie, immer so, wenn diese Ideen in mir hochkamen, dann war da eine Stimme, die immer wieder so zu mir sagte, so ganz leise, was Jesus zu Petrus sagte. Ich will bauen meine Gemeinde. Und das war mir dann immer wieder so hat mich so angesprochen, dass nicht ich würde hier Gemeinde oder Schule bauen oder irgendwas anstellen, sondern dass Gott das tun würde. Und dass ich einfach mitarbeiten dürfte, da wo es schon Gelegenheiten gab. Und das hat mich dann auch motiviert. Zusammen mit Markus haben wir dann entschieden, wir wollen einfach bei den Projekten, die die Gemeinde hat, mitarbeiten. Zum Beispiel bei den Bibelstunden dabei sind, die sie sowieso wöchentlich hatten. Da erinnere ich mich gerne an eine Erfahrung, die ich hatte. Das war im ersten Jahr. Es war im Winter und wir gingen zum Kirchengebäude, weil da die Bibelstunde, unsere Gruppe sich treffen würde. Als wir die Kirche betraten, waren die Bänke schon in einen Kreis zurechtgerückt. Und ja, wir saßen dann da und warteten auf den Anfang der Bibelstunde. Und in diesem Moment kam es mir wieder alles so fremd vor. Und
die Kirche war so kalt und so grau und ich dachte, warum ist die Bibelstunde nicht so wie bei uns zu Hause? Mhm. Die Bänke waren auch so hart und ich verstand das Plattdeutsch noch nicht so richtig und wenn ich was sagte, konnte man mich auch nicht so gut verstehen. Und ja, das war dann in dem Moment so eine Erfahrung, die mir sitzen geblieben ist, dass ich mir irgendwie etwas Heimisches wünschte. Aber als dann die Bibelstunde anfing und wir aus dem schwarzen Gesangbuch ein paar Lieder gesungen haben, mit einmal fingen diese Texte an, zu mir zu sprechen. Und wir lasen auch einen Bibelabschnitt. Und die Personen, die da zusammen waren, erzählten, wie das, was wir da in der Bibel lasen, in ihrem Leben Wirklichkeit geworden war. Wie sie das wirklich erlebt hatten, dass Gott sie aus der Dunkelheit ins Licht geführt hatte. Und wie sie Freiheit erleben konnten und zum ersten Mal eine wahre Liebe erlebt hatten. Und das war für mich irgendwie so beeindruckend. Ich war unzufrieden gewesen am Anfang der Bibelstunde und wie Gott da zu mir sprechen wollte. Mhm. Und er tröstete mich da in dem Moment mit einem Bild, das mir kam, von einer Geschichte, die ich noch nur im vergangenen Jahr in biblischer Unterweisung meinen Schülern selber erzählt hatte. Es war die Geschichte von Jakob. Wie er, das kann man nachlesen in 1. Mose 28, von zu Hause flieht durch die Wüste. Das war wohl für ihn ein ganz unbekanntes Gebiet. Und ja, bestimmt waren da auch viele Gefahren. Und als es dann dunkel wurde und ich nehme an, kalt wurde, dann legt er sich nieder, um sich auszuruhen. Und ich kann mir vorstellen, er wird sich in dem Moment gewünscht haben, zu Hause zu sein. Mhm. Weil er aber nicht zu Hause war, nicht sein eigenes Bett hatte, dann nahm er da einen harten und ich nehme an kalten Stein als Kopfkissen. Das wird nicht gemütlich gewesen sein. Und so verbrachte er da die Nacht. Und in dieser Nacht schenkt Gott ihm einen Traum, wie eine Treppe von der Erde bis in den Himmel reicht und wie die Engel da auf- und absteigen und wie sie Gott anbeten und ihm dienen. Und als Jakob dann erwacht, dann bekennt er, dies ist der Ort, an dem Gott wohnt. Und ich wusste es nicht. Und das war mir in dem Moment auch so, ich hatte es nicht gewusst, dass Gott, oder ich hatte es nicht so gespürt, dass Gott wirklich so anwesend war, da in diesem Kirchengebäude. Und diese Erfahrung, die hat mich damals ermutigt und auch irgendwie eine neue Liebe zu der Gemeinde geschenkt. Und dass ich durch diese geistliche Erfahrung erbaut worden und gestärkt werden konnte. Das habe ich sehr geschätzt in dem Moment. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel und auch wirklich die Geschichte passt genau in deine Situation damals. Ja. Carina, wo hast du noch Gemeindewachstum da in Nueva Durango erlebt? Ja, Familien kamen auf sehr unterschiedliche Art und Weise zur neuen Gemeinde. Die heißt Evangelische Mennonitengemeinde Durango, ist der Name dieser Gemeinde. Und manchmal dachte ich, ja, aber auf diese Art und Weise geht ja das nicht, dass man Interesse dafür kriegt, an die Gemeinde zu kommen. Aber Gottes Wege sind ganz übernatürlich. Wir hatten dann auch eine gewisse Zeit eine Bibelstundengruppe mit ganz neuen Familien, die noch nur vor ganz kurzem die Entscheidung getroffen hatten, da mitzumachen. Da hatten wir dann die Bibelstunden in dem elterlichen Schlafzimmer mit verschlossenen Fenstern und Türen, damit die Nachbarn auch nicht alles mitkriegen. Und da ist es mir einmal sehr aufgefallen und interessant gewesen, wie die Leute erzählt haben, dass sie jetzt vor kurzem angefangen haben, in der Plattdeutschen Bibel zu lesen, was sie vorher nicht taten, und was sie da für neue Erkenntnisse bekommen hatten, obwohl sie eigentlich im Plattdeutschlesen noch gar nicht so fit waren. Und dann hatten sie gedacht, das ist doch nicht möglich, dass dieses wirklich in der Bibel steht. Dann gingen sie zu ihrer alten Familienbibel, der Lutherbibel, und verglichen. Und wirklich, das stand da genauso. Und wie sie dann einfach bereit waren, das zu glauben und daran festzuhalten. Und das fand ich einfach sehr interessant. Am Ende der Bibelstunde ging die Gastgeberin aus dem Zimmer, um Tereré zu holen. Da kriegte sie die Tür nicht richtig auf. Und als sie zurückkam, sagte sie, ach ja, ich konnte fast nicht mal rausgehen, weil unsere Jungs so von 8, 9 Jahren, die lagen da auf dem Boden und haben gelauscht durch den Türspalt, was da abgeht, wo Bibelstunde ist. Sie waren einfach total gespannt, was die Eltern davor hatten, weil sie das nicht kannten. Später habe ich dann auch die Teenager-Mädchen, die irgendwo auf dem Hof sein würden, gesucht. Und sie saßen in einem Halbkreis
um das geschlossene Fenster ihres elterlichen Schlafzimmers, weil sie auch etwas davon mitkriegen wollten. Also da sah ich, wie groß der Hunger sein kann. Ja, nach Gottes Wort und nach Wachstum, nach Leben. Was mir da auch aufgefallen ist in der Gemeinde, da viele nicht mehr zu den Familienfesten eingeladen wurden, weil sie jetzt sich bekehrt hatten oder zur neuen Gemeinde kamen, ist, dass es familiäre Beziehungen innerhalb dieser Gemeinde gab, um sich zu ersetzen. Ja? Wenn man nicht halt zu den Eltern darf, dann sucht man sich halt irgendwo Ersatzeltern. Ich habe mir da auch eine Oma adoptiert, so damit ich auch mal wen hatte, wo ich sagen konnte, du bist meine Oma. Mhm. Und das fand ich sehr schön. Was mir manchmal gefehlt hat in dieser Gemeinde, besonders in den ersten Jahren, war das fröhliche Singen. Das Musizieren und Singen war vorher eben ein fester Bestandteil meines Lebens gewesen. Und das fehlte mir da manchmal. Aber ich wollte das respektieren, dass ich in dieser Gesellschaft nur ein Gast bin. Ja, und wollte Gottes Zeit abwarten, wann es Gelegenheiten gibt, da auch vielleicht mitzuwirken. Vielleicht nach 2 Jahren etwa kam eine Frau zu mir und sagte, du Carina, weißt du, wir sollten mal in der Kirche singen. Oh, sage ich, das hört sich gut an, aber wie wollen wir das machen, ja? Der Gesang wurde von einer Gruppe Männern angeleitet und ich wusste, dass wir als Frauen da also sehr vorsichtig sein sollten. Aber ich sagte zu ihr, wenn du so meinst, dann kannst ja du vielleicht einige Familien, die auch gerne singen lernen würden, einladen. Und wenn die sich treffen zum Singen, dann komme ich und bringe Lieder mit und ich bringe meine Gitarre mit und dann singen wir mal. Das haben wir dann auch so gemacht und daraus sind wöchentliche Singstunden geworden. Und diese Teilnehmer, da kamen von jung bis alt die ganze Familie zusammen, haben dann auf der Singstunde Lieder eingeübt und die dann selber am Sonntag angeleitet. Und ich denke, das war einfach für die Gemeinde eine positive Entwicklung. Ja, es brachte mehr Leben in die Gemeinde und Abwechslung. Und so einige Jahre später, dann kam dieselbe Frau, die mich mal davon angesprochen hatte, wieder zu mir und sagte, weißt du, jetzt fühle ich so, als ob ich mich endlich mal daran satt essen konnte, wonach mich schon so lange gehungert hatte. Das war dann für mich so eine Bestätigung, dass Gott das auch wirklich segnen wollte. Ja, ja. Carina, du hast doch erzählt, dass du in der Schule auch aktiv warst und einen Einsatz gemacht hattest oder hast. Wie sah dieser Einsatz in der Schule aus? Worauf habt ihr dort Wert gelegt? Ja, in der Schule war damals etwa 35 Schüler hatten wir, aber die Gruppe ist ständig am Wachsen. Heute sind 75 Schüler an der Schule. Für eine Schule, die so entfernt ist, ist es gar nicht immer so leicht, die passenden Lehrer zu finden, ja, die bereit sind, dahin zu gehen und das nicht nur als eine Arbeitsstelle, sondern auch als einen Dienst an der ganzen Gesellschaft zu sehen. Aber Gott war treu und hat uns da immer mit Lehrern versorgt, wofür ich sehr dankbar bin. Und ja, und dass wir auch schon bald Früchte aus der Schularbeit sehen konnten. Einige Gruppen haben schon die 9. Klasse abschließen können an der Schule und sind dann in Sommerfeld oder in Friesland zur Sekundaria gegangen, um den Nivel Medio zu machen. Und einige von den Schülerinnen sind dann später zurückgekommen und wurden dann meine Kolleginnen und haben einfach als Lehrerin dann an der Schule gearbeitet. Das war für mich eine Freude, ja, dann, wenn man seine eigene Schülerin jetzt als Kollegen haben kann. Und ja, diese Schulen sind Gemeindeschulen, ja, so wie diese in dieser Schule Amanecer Durango. Und in ihrem Statut steht, dass eines der Hauptziele der Schule ist, dass die Kinder für das Leben in der Gemeinde vorbereitet werden. Also wenn sie in der Schule lesen lernen, dann können sie später auch zu Hause ihre eigene Bibel lesen und das verstehen. Und das war etwas, worauf wir Wert legten. Außerdem gab es auch viele Gelegenheiten, dass die Schulkinder Programme im Gottesdienst brachten. Zum Beispiel zum Muttertag, zu Vatertag wurde etwas eingeübt oder auch was Spezielles zu Ostern und besonders zu Weihnachten. Und so haben die Kinder das auch lernen können, dass sie vor Publikum sprechen und dass sie auch mitarbeiten, dass sie einen Beitrag geben können an die Gemeinde. Eines der letzten Lieder, das ich dort mit meiner Schülergruppe vortragen konnte, war das Lied von Dani Plett, was so sagt, mein Heimatland und mein Zuhause, bist du mein Gott, Tag ein, Tag aus. Der Ort, der jede Sehnsucht stillt, der Ort, der jede Lücke füllt.
Und das dachte ich mir so, das wäre so wichtig, wenn die Schüler sich diesen Text eingravieren in ihrem Herzen, dass wenn sie in den nächsten Jahren rausgehen müssen in eine Nachbarkolonie, um dort die Schule abzuschließen, dass sie diese Gewissheit haben, dass sie bei Gott zu Hause sein können. Und dass sie hoffentlich auch den Mut haben, in der neuen Umgebung ein geistliches Zuhause auch in einer Gemeinde zu suchen. Das war mein Wunsch. Mhm. Und ja, viele sehe ich, die machen es auch wirklich. Ja. Schön, das freut mich, dass Gott da auch immer wieder in solchen kleinen Sachen treu ist. Ja? Heute wohnt ihr in Campo Nuevo, in Sommerfeld. Wie sieht deine Arbeit zurzeit aus? Ja, wir sind vor über einem Jahr nach Sommerfeld gezogen, besonders wegen der Arbeit meines Mannes. Aber die Schulen in diesen eher traditionellen Kolonien liegen mir immer noch sehr fest am Herzen. Mhm. Die Schule in Durango begleite ich auch noch pünktlich. Ich kümmere mich darum, dass sie Lehrerfortbildungen haben und auch zu sehen, was ihnen fehlt und zu ermutigen. Diese Schule hat auch seit Jahren eine freundschaftliche Beziehung mit der Schule Horizonte in Nueva Mexico, was hier bei uns eher als Rio Verde bekannt ist. Und die Schüler besuchen sich zum Kindertag in einem Jahr die eine Schule und im nächsten Jahr die andere Schule. Mhm. Auch die Lehrer unterstützen sich und können sich ja, ermutigen gegenseitig und Ideen austauschen. Und das finden Lehrer halt, die in sehr abgelegenen Schulen arbeiten, als etwas Positives, ja, wenn sie denken, sie sind da auf einsamen Posten, aber sie dann auch Personen kennen, die in ähnlichen Situationen leben und man kann sich so austauschen. Ja, und seit kurzem sind wir auch dabei, Beziehungen zu anderen Gemeindeschulen in Ostparaguay zu suchen, die halt nicht so, wie wir es hier im Chaco gewöhnt sind, durch die ACOMEPA sind ja wir als Kolonieschulen zusammengeschlossen und diese Schulen dort sind halt, gehören ihrer Gemeinde. Und, aber wir suchen da Beziehungen und uns gegenseitig zu unterstützen, da wir in ähnlichen Situationen sind. Okay. Zum Schluss, Karina, welche Botschaft möchtest du an unsere Zuschauer weitergeben? Ja, also ich bin Gott sehr dankbar, dass ich seine Mitarbeiterin sein darf, dürfte. Bei vielen Gelegenheiten. Und ich denke mir so, viele Frauen, die das so hören, haben vielleicht auch diesen Wunsch, den ich besonders in meiner Jugendzeit verspürte, nochmal was Großes und was Besonderes für Gott zu tun. Und mir ist aber in den letzten Jahren sehr wichtig geworden, dass Gott eigentlich nicht etwas Großes und Besonderes von uns erwartet und von uns wünscht, sondern dass wir in den kleinen Schritten im Alltag ihm gehorsam sind und die kleinen Schritte gehen, die er für uns vorbereitet hat. Und ich denke, manchmal könnten diese Schritte auch auf eine andere Person zu sein. Also, dass wir Personen, die bei uns nicht zu Hause sind, dass wir sie begrüßen, dass wir ihnen begegnen, dass wir sie willkommen heißen. In den letzten Jahren sind mehrere Familien aus Durango hier in den Chaco gezogen, auch aus Rio Verde. Und ja, man fragt sich, was suchen sie? Suchen sie finanzielle Stabilität vielleicht? Aber sie suchen auch ganz bestimmt einen Ort, wo sie sich können wohlfühlen, wo sie können ankommen. Vielleicht dürfen sie zu Hause nicht mehr an den familiären Beziehungen teilnehmen. Und sie suchen und wünschen, dass sie irgendwie hier einen Ersatz dafür finden. Als Markus und ich im Jahr 2003 in Brasilien gewohnt haben, war es uns bewusst, dass wir auch dort eine Gemeinde finden wollten, um mitzuarbeiten. Wir hatten eine schöne Baptistenkirche gesehen und da sind wir am ersten Wochenende hingegangen. Die war auch in der Nähe von uns zu Hause. Und die Lobpreiszeit war sehr professionell aufgezogen. Die Predigt war dynamisch und ansprechend. Aber als wir wieder nach Hause kamen, hatten wir eine einzige Person begrüßt bei dem ganzen Event. Gut, dann waren wir dafür offen, am nächsten Wochenende in die andere Richtung zu gehen. Da hatten wir auch eine Kirche gesehen. Es war auch eine Baptistengemeinde. Und als wir von dort nach Hause kamen, hatten uns bestimmt 15 Personen persönlich begrüßt und eingeladen, kommt nächstes Wochenende wieder. Wir haben noch solche Programme und kommt zur Bibelstunde und ihr könnt mitmachen. Ab dann haben wir niemals mehr davon gesprochen, in welche Kirche wir gehen würden. Und damals nahm ich mir vor, ja, wenn du erst wieder zu Hause bist in deiner Gemeinde, dann wirst du auch auf Gäste zugehen und wirst sie willkommen heißen.
Aber ich merkte auch, als ich erst wieder in meiner gemütlichen Bank saß, wie schwer das ist, wirklich diesen Schritt zu tun. Man möchte noch hier mit dem reden und dort noch begrüßen. Und das fällt gar nicht so leicht. Aber ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, den wir zuerst mal tun können. Leute, die bei uns in den Gottesdienst kommen, sie willkommen heißen und ihnen sagen, Földi Ostüs, ja, damit sie einfach hier ankommen können. Und das ist, was mir wichtig geworden ist, durch die Erfahrungen, die ich auswärts gemacht habe, dass ich selbst das auch lebe. Vielen Dank. Danke dir, Karina. Danke, dass du hier bei uns im Studio warst. Und möge Gott dich und deinen Einsatz, wo immer er dich hinstellt und hinsetzt, segnen. Dankeschön. Und so kommen wir zum Schluss der heutigen Sendung bei Frauen wie wir. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich möchte Sie ermutigen, unseren Nächsten zu sehen, da wo wir gerade sind. Das war wieder einmal Frauen wie wir, Glauben und Leben.